Und was lange währt, wird endlich gut. Und mit diesen Worten melde ich mich nach einer etwas zu langen Eponia-Pause wieder zurück in den aktiven Dienst. Ich hatte einen kleinen, ich nenne es mal Zwangsurlaub. Ich hätte zwar weiterspielen können, aber ich hätte keine Möglichkeit gehabt, den Klang und so weiter alles so aufzunehmen, sondern einfach nur reines Gameplay. Das wollte ich natürlich nicht. Wollte euch natürlich diese wunderschöne Stimme nicht vorenthalten. Deswegen gehe ich jetzt auch ganz nah an das Mikrofon ran, damit dieser Nahbesprechungseffekt auch mal ein bisschen zutage kommt. Nein, Spaß beiseite. Mal gucken, mir ist aufgefallen in den letzten Folgen, dass es doch ein bisschen arg komprimiert war und gerade die Plosive, also P, T, K, dass diese Laute ein bisschen arg sehr explosiv waren. Das heißt, ich muss jetzt einerseits beim Sprechen darauf achten und andererseits auch noch ein bisschen auf die Einstellung natürlich achten. Das heißt, ich gehe jetzt mit ein bisschen weniger Pegel hier rein. Ich habe einen Low-Cut drauf und für alle Soundfetischisten. Und dafür muss ich recht nah an das Mikrofon ran, sodass ich auch richtig nuckeln darf. Nein, Spaß beiseite. Ja, wo waren wir? Genau, das Gute ist, ich erinnere mich ungefähr noch daran, was wir das letzte Mal versucht haben. Ja, jetzt sei doch nicht so, Rufus, komm schon. Und zwar haben wir versucht zu meditieren, wie es uns der Herr gesagt hat, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich kann mich nur noch daran erinnern, Bein hinter den Kopf und los ging's sozusagen. Wir brauchen ja eh nachher das Bike, deswegen drehe ich das einfach schon mal gleich um. Let's... Oh, nicht absteigen. Let's go, Geronimo! Nice. So, wir steigen schon mal ab. Und machen schon mal den Hebel. Und weil wir es müssen, wieder einsteigen. Let's go. Easy. Gut. Genau, wenn ich mich recht erinnere, ging das ja noch nicht, weil wir noch nicht meditiert haben richtig. Aber wir probieren es einfach nochmal. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Yes! I'm ready! Deep! 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 Oh. Mist! Ah, verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Genau, da waren wir stehen geblieben. Ja, dann fragen wir ihn doch gerade mal ganz kurz. Mach mal hin, Kerle, komm. So. Ab zum Viadukt. Ab zum Dock. Und wir fragen ihn nochmal. Hallo. Was? Oh, hallo. Das war mit den Herausforderungen. Die Frauen haben wir ja schon geklärt. Das war ja das mit dem, wie hieß das noch? Oh, wie hieß das nochmal? Mit den, ja, mit dem Teil, was wir halt eingebaut haben. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Könntest du mir noch mal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa so. Ich mach das jetzt nicht nach. Suche einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Okay, so, wir suchen uns einen Punkt am Horizont und wir fixieren ihn. Wir nehmen mal diesen Turm hier. Das funktioniert schon mal nicht. Aber wir fixieren einfach mal hier. Gut so. Oh, so einfach kann es sein, siehst du? Und die Farben kräftiger. Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich, ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Ich dachte, du bist der Doc. Prost.
Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Okay, also. Dann versuchen wir das doch nochmal. Ich meine mich auch noch zu erinnern. Genau, meditieren können wir jetzt gleich noch nicht. Also gut. Horizont fixieren, Konzentration. Und Tetanus ist das bequem. So kann sich doch keiner konzentrieren. Irgendwas mache ich falsch. Genau, das den Bein. Das Bein müssen wir noch hinter den Kopf machen. Da müssen wir einfach das Skelettbein nehmen und hier hinten auf den Sitz legen. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Okay. So, jetzt nochmal fixieren. Bein hinterm Kopf, check. Horizont fixieren, check. Und los. Ich bin Was? Hä? Muluk Mumpi Mutsui Mumeo. Was? Der davor war ein Fluss. Fuck. Bin ein Mulub. Keine Ahnung. Mulub. Ich bin ein Mulub. Yeah. Ich bin schon viel ruhiger. Yeeha! Hä? Warum zittert mein Bein denn so? Ich bin doch ein Mulub. Vielleicht war das doch nicht richtig. Ja, okay. Wir können jetzt einfach durchraten. Sollen wir einfach durchraten oder sollen wir versuchen, das Rätsel richtig zu lösen? Komm, wir versuchen es richtig zu lösen, nicht durchraten. Gucken noch mal beim Doc vorbei, wie der das gemacht hat. Er ist ein Fluss. Vielleicht hat es mit dem Buchstaben zu tun, logischerweise. Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. So, ich habe noch mit. Genau. Das da, dann meditieren. Aber na klar. Leg ein etwa. So. Und. Ganz schön gelenkig. Lass ihn einfach auf dich wirken. Okay, wir fixieren den Horizont. Gut so. So, siehst da ist ein F. Schärfer wird und die Farben da ist ein L, da ist ein U. Ich habe diesen und blauen da sind zwei S. Okay. Fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich. Ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Ja, ist klar. Ich hab's kapiert, glaube ich. Also, er hat gesagt, er geht zu dem blauen Mast. Anschließend nehme ich ihn alle. Ja, ja, ist gut. Er geht zu dem blauen Mast, das müsste das F sein, und dann geht er nach rechts, bis er was Rotes sieht. Das ist dann in dem Fall das hier, das L. Dann geht er geradewegs runter, das U, und dann in gerader Linie zu dem gelben Ding da. Da könnte man jetzt natürlich meinen, dass er das Q meint, aber er meint natürlich das S. Und dann ist er vertranced. Und dann kommt einfach das zweite S da oben. Also, wir müssen quasi blauer Mast, dann rechts bis rot, geradewegs runter, links gelb und dann hoch. Aber, naja, gut, schauen wir erstmal. Weil ich meine, die Farben sind nicht identisch, wenn ich mich recht entsinne. Wir gucken mal. Also Bein hinterm Kopf, check. Horizont. Bein hinterm Kopf, check. Horizont fixieren, check. Und los. Ah, doch. Ich bin Okay, also das Blaue zu dem blauen Mast, das ist der hier.
Dann geradewegs rechts, bis er was Rotes sieht. Das ist das U. Dann geradewegs runter. M. Dann links bis zu dem gelben Ding da. P. Und dann hoch. I. Mumpy. Er ist ein Mumpy. Mumpy! Come on. Das muss stimmen. Und nun? Ja, das scheint gestimmt zu haben, aber ja, na gut, jetzt ist er relaxed. Saufen können wir ja nicht. Dann müssen wir wieder aufstehen. Mist, aber jetzt. Nein, mach. Der Doc hat mich belogen. Ich hab doch alles richtig gemacht, oder? What? Okay, dann saufen wir doch noch eine Runde. Entschuldigung, ich meine natürlich trinken. Wir trinken noch eine Runde. Trinken, Popinken. Gib mal einen Schluck von deinem Schnappes. Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Also lass das bitte sein. Hä? Er hat doch gesagt, wir dürfen trinken. Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden... Also lass... Okay. Naja, dann schicken wir ihn nochmal in Trance. Hallo. Einfach. Hm? Oh. Dann können wir bestimmt daraus ich trinken. So, zeig mir, wie man meditiert. Aber noch leg ein etwa. Bam. Okay, jetzt einen Schluck trinken. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Herrlich. Jetzt noch ein kleines Schlückchen Schnaps und... Rufus, weißt du zufällig, wo mein Flachmann abgeblieben ist? Nanu, eben stand er doch noch da. Ja, und jetzt guckt er da aus deinem Mantelsaum. Oh, wie ist er denn da hingekommen? Also entweder hast du ihn eingesteckt, oder wir haben es hier mit Wurmlöchern zu tun. Hey, ich habe keine Wurmlöcher. Ich gehe mehrmals pro Woche zum Arzt. Mehrmals pro Woche. Okay. Ach ja, stimmt, wir haben hier die leere Flasche. Da können wir uns vielleicht was abfüllen. Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Okay. Sehr gut, dann müssen wir doch nochmal meditieren. Hallo. Schicken, weil da können wir ja dann was? Umfüllen, ganz einfach. Zack, 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 Herausforderung, bla 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 bla, befreundet, nein, Quatsch, meditieren. Aber na, klick ein etwas. So, mach dein Bein hinter den Kopf. Brav. So, Flasche. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Okay, jetzt müssten wir Schnaps haben. Nice. Lass ihn einfach auf dich Gut, wirken. Dann gehen wir wieder zurück. Such dir einen Und ab in die Kurve. Und ab in den Kran. So, und jetzt nochmal fixieren. Bein haben wir ja schon hinterm Kopf. Ich bin. Ah, müssen wir gar nicht. Okay. Mumpy. Okay, dann trinken wir doch mal einen Schluck von diesem wunderbaren Fusel. Trink. Trink jetzt. Will nicht. Ah, guck mal, da ist jetzt ein anderes Icon. Okay. Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Prost. Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Fummel zum Gang holen. Auf geht's. Auf geht's. Gut, dann gehen wir mal auf. Dann müsste es ja jetzt funktionieren. Kranhebel. Jetzt aber. Ja, ich glaube, es funktioniert. Rufus! Nice! Hat er gut gemacht. Hat er toll gemacht, der Kerle. Gut, dann wieder runter. Keine Ahnung, warum ich jetzt gerade so rede. Sorry.
Sorry. Okay. Nach oben. Da ist die Goal. Sie liegt sicher genug. Es kann losgehen. Die liegt einfach drauf. Festhalten, Schätzchen. Von der Fahrt wirst du noch unseren Enkelkindern erzählen. So, da habe ich gerade eine Mail bekommen. Da habe ich vergessen, die Notifications auszumachen. Sorry. Jo. Dann, let's go. Let's do's. Aber wohin fahren wir eigentlich? Wir fahren doch die ganze Zeit nur im Kreis. Hallo. Und rüber. Zack. Na gut, fahren wir einfach mal. Oh, dass die da nicht runterfällt. Knopf drücken. Ha, du bringst ganz schön was auf die Waage mit. Ach, und ich dachte, du sieh mal einer an. Da schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal, die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Das sollte ein Selbstgänger werden, auf jeden Fall. Das sieht so aus. Ja, gut, wir haben jetzt hier Hebel. Und wir können jetzt da fahren. Und fahren einfach mal. Aha. Ja, das ist doch schon mal klar. Das ist schon mal der Schaltplan. Okay. So. Dann. Was passiert, wenn ich den grünen Hebel drücke? Okay. Ah, okay. Das heißt, wenn ich jetzt den grünen Hebel drücke, dann müsste der jetzt hier runterfahren. Dann fährt er hier weiter runter, dann fährt er weiter runter, dann fährt er rüber. Und dann fährt er hier hoch. Dann fährt er hier rüber, runter, links, runter, rechts. Das müsste doch jetzt passen, oder nicht? Das wäre zu einfach. Zu einfach. Okay, ja, genau, jetzt rüber. Hä? Was ist gerade passiert? Ah, da ist eine Weiche. Okay. Okay, das heißt, wenn wir hier über die Weiche fahren, die übrigens gelb ist, dann ändern sich die gelben. Gut, dann tun wir mal den gelben noch ziehen. Hä? Ach ja, natürlich, klar. Jetzt komme ich ja gar nicht über die Weiche. Okay, wieder zurück. So, das heißt, ich fahre hier runter, dann kommt hier die gelbe Weiche. Ja gut, dann versuchen wir einfach mal mit Rot. Jetzt fährt er ganz anders. Ja gut, es sind ja nur drei Hebel. Wir versuchen uns einfach mal jeden Weg mal einfach aus. Jetzt haben wir quasi hier ganz rechts mit ganz links, ganz rechts solo. Die zwei rechten, jetzt machen wir mal alle drei. Es sind ja nicht so viele Möglichkeiten. Bin gerade ein bisschen faul zu denken, sorry. Zack, 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 zack. Nee. Okay. So, wir haben den alleine, wir haben alle drei, wir haben die zwei, wir haben die drei. So, dann machen wir jetzt mal den roten. Achso, das haben wir ja schon, genau. Dann machen wir jetzt mal den grünen weg. Nein. Ja gut, dann muss es ja der Gelbe alleine sein. Und hui. Ach, gar nicht hui. Nein, hä? Okay, das muss was mit den Weichen zu tun haben. Okay. Mal überlegen, er fährt hier runter, zack, 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 so, und hier wird gelb kaputt gemacht. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe auf die Weiche, dann passiert das hier. Dann passiert das da.
Okay. Was ist eigentlich das hier? No fucking way, oder? Und dann wahrscheinlich das der erste. Ja, klar. Ja, nee, ist klar. Alter. Oh Gott, okay. Ja, jetzt ist es nicht mehr so einfach. Jetzt mal kurz überlegen. Also der fährt jetzt zum Beispiel jetzt hier, würde er so lang fahren, dann so, dann so, dann hier rüber, dann rechts. Das geht ja schon mal nicht. Also brauchen wir hier schon mal den roten Hebel. So, zack, 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 zack. So, so, so. Dann hier einmal drumherum. Dann muss er da lang fahren. Das Gelbe macht ihn dahin und dann drückt er hier auf die gelbe Weiche. Das heißt, zack, 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 zack. Und die stellt sich dann um. Das heißt, er fährt dann einfach wieder drumherum. Das heißt, die gelbe Weiche hier ist schon mal falsch. Wenn wir hier die grüne Weiche nehmen, dann fährt er zack, 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 zack. Alles unverändert. Zack. Bäm. Und dann stellt er die grüne Weiche um. Das heißt, er fährt dann hier weiter. Und die geht dann nach oben. Also die bringt auch nichts. Aber wir probieren es mal aus. Aber die bringt, glaube ich, gar nichts. Mal gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Genau, jetzt fährt er hier einmal runter. Dann hier hoch im Kreis. So, hier rüber. Jetzt stellt er gleich hier die Weiche um. Genau, jetzt kommt das hier. Jetzt fährt er hier hoch. Fährt im Kreis. Und genau. Hä, warte, wo hat er jetzt wieder umgestellt? Hä, das war doch eigentlich gut. Warte mal, ich muss das nochmal machen. Das war doch voll okay. Wo ist denn der jetzt dann nochmal über die Weiche gefahren? Der tut doch einfach dann nur hier runterfahren. Hä? Zack, genau. Wieso? Na gut, dann fahren wir nochmal die rote. Fährt er zack, zack, so, dann stellt sich rot um. Das heißt, hier fährt er dann trotzdem runter. Aber dann hier rüber. Dann hier runter. Und also das müsste jetzt funktionieren, sonst habe ich es nicht geschnallt. So. Jetzt sollte alles stimmen. Komm, sagst du nun, Schätzchen? Nibbe, nibbe, nibbe. Nibbe, nibbe. Oh, Rufus, du bist wirklich der Größte. Wie wahr, wie wahr. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ach, der Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt. Ich messe auch etwas. Wo ist denn der Doc? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs, es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte. Mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute. Ich ahne. Ja. Er lacht. Bam. So, jetzt, genau, jetzt müsst ihr das doch genauso sein, wie ich gesagt habe. Zack. Jetzt hier im Kreis. Umschalten. Dann hier auch einmal im Kreis fahren. Dann zack und rechts. Ja. War doch nicht so schwer. Hey, ich lebe noch. So schnell kriegt man mich nicht klein. Badabab, man nennt ihn Rufus. Bam, bam, bam. Badabab, man nennt ihn Rufus. Bob, bob, bob. Rufus, Rufus. Rufus. Badabab. Yeah, yeah. Und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast, hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na, willst du lieber langweilig getragen werden
oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Natürlich. Nice. Ich finde die Lieder toll. Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. Einfach immer schön. Echt schön. Ist auch gar nicht so schlimm, dass ihr dann immer das mehrfach... Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Okay. Genau, was ich sagen wollte, ist, man nimmt es denen auch gar nicht übel, dass es immer dieselbe Melodie ist oder was weiß ich was. So ein bisschen Liedermachermäßig. Oder ein bisschen. Das ist Liedermachermäßig. Aber es ist einfach so schön, auch mit diesem orchestralen Ausgang. Gefällt mir einfach. Ja. Okay, ich sehe schon wieder drei Hebel. Und wir müssen jetzt hoch. Wir kommen Cletus immer näher. Immer näher. Sieht doch schon mal sehr gut für uns aus und aus genau diesem Grunde war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Hat jetzt lang genug gedauert, bis wir dieses blöde Schalträtsel gelöst haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder macht es so, wie es am Anfang gesagt wurde. Ein kleines Abo wäre sehr toll für mich. Und ihr werdet weiter mit tollen Folgen belohnt, auch mit anderen Games. Ich bin noch am Überlegen, was ich als nächstes Let's Playen werde. Ich habe da schon eine Idee. Allerdings muss ich gucken, ob ich das umsetzen kann. Jedenfalls schwafel ich jetzt nicht mehr so viel. Ich beende jetzt die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Hussa auf gutes Gelingen.